Im zweiten Teil der Videoreihe Typisch Schweiz erwarten euch wieder eine bunte Mischung aus 5 Produkten, die für mich typisch für die Schweiz sind. Vielen Dank für eure vielen Vorschläge nach dem ersten Teil. Diese sind natürlich mit in dieser Folge eingeflossen. Zu jedem Produkt erwarten euch wieder spannende Fakten und Hintergrundgeschichten. Bin wieder sehr gespannt, was alles davon neu für euch war. Das Video hat wie immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll in erster Linie zur Unterhaltung beitragen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ricola. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Schweizer, die nicht in irgendeiner Schublade oder Tasche ein Päckchen dieser beliebten Kräuterbonbons vorrätig haben. Die Marke Ricola erfreut sich im Ausland ebenfalls großer Beliebtheit und wird dort zu Recht als typisch Schweiz wahrgenommen. Die Hustenbonbons helfen bei Husten, Halsschmerzen und Heiserkeit. Der Kräuterzucker, bestehend aus 13 in der Schweiz beheimateten Kräutern, wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und lindernd. Die Kräutermischung besteht aus Salbei, Pfefferminze, Thymian, Schafgarbe, Ehrenpreis, Holunder, Malve, Spitzwegerich, Bibernelle, Frauenmantel, Eibisch, Andorn und Schlüsselblume. Der Name Ricola ist im Übrigen eine Abkürzung des ursprünglichen Firmennamens Richterich und Co. Laufen. Gegründet wurde das Schweizer Familienunternehmen 1930 im Ort Laufen, im Kanton Basel-Land, ist dort bis heute ansässig und wird in dritter Generation weitergeführt. Emil Richterich beschäftigte sich intensiv mit der Heilkraft von Kräutern und experimentierte mit eigenen Mixturen. 1940 mischte Emil Richterich zum ersten Mal die heute noch verwendete Rezeptur aus 13 Kräutern für den Schweizer Kräuterzucker und leitete damit den Durchbruch für das Unternehmen ein. An dieser Stelle habe ich noch ein paar spannende Fakten für euch. Schweizer Bergbauern liefern jährlich über 1400 Tonnen frische Kräuter an Ricola. Das Ricola Kräuterzentrum in Laufen ist mit über 100 Metern Länge, 11 Metern Höhe und fast 30 Metern Breite der größte Lehmbau Europas. Aus dem Kräuterzentrum werden jährlich 5 Milliarden Bonbons in 50 Länder der Erde verschickt. Ricola setzt sich stark für den biologischen Kräuteranbau ein und unterzeichnete langjährige Abnahmeverträge mit Schweizer Kräuterbauern. Über die ganze Schweiz verteilt gibt es 5 öffentlich zugängliche Kräuterschaugärten. Besonders von Mai bis September sind diese mit ihrem würzigen Duft und ihrer Blütenpracht einen Besuch wert. Die hauseigene Kunstsammlung umfasst zeitgenössische Schweizer Kunst und fördert Kultur und Kunstschaffende der Schweiz. Klarner Schabziger. Nun kommen wir zu einem weit weniger bekannten, dafür umso geschichtsträchtigeren und sehr speziellen Produkt. Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Es handelt sich um den Klarner Schabziger, das älteste Markenprodukt der Schweiz. Der Schabziger oder auch Ziegerstöckli genannt, ist ein grünlicher Reibkäse. Er wird aus magerer Kuhmilch und Molke hergestellt, ist sehr eiweißreich und fettarm. Sein Name kommt daher, dass man ihn früher vom sogenannten Ziegerstock mit einem Messer abschabte. Gegessen wird er gerne als Reibkäse auf Teigwaren, auf Brot oder als Würze im Fondue. In Kochbüchern und auf Speisekarten taucht es dann als Ziegerhörnli, Ziegerfondue oder Ziegerbrut auf. Noch heute wird der Schabziger nach dem gleichen Prinzip hergestellt wie vor 1000 Jahren. Entrahmte Kuhmilch wird auf über 90 Grad erhitzt und mit Milchsäurekultur versetzt. Die Milch scheidet dadurch den Ziger, welcher dann das ganze Eiweiß der Milch enthält. Der frische Ziger kühlt im Anschluss in flachen Becken aus, bevor er am Gärbehälter eine erste Reifung von 4 bis 12 Wochen durchläuft. Der Rohziger wird dann anschließend zerrieben, mit Salz vermengt und zur weiteren Reifung während 3 bis 8 Monaten in Silos eingelagert. Erst in dieser Phase kommt der stark riechende Ziegerklee dazu, der dem Schabziger seine grüne Farbe und den unverkennbaren Geschmack verleiht. Bereits im 8. Jahrhundert wurde der Schabziger zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Er diente den Klarnern als Zehntabgabe an das Kloster Säckingen, dem das Klarnerland bis 1395 gehörte. Durch ein Gesetz der Klarner Landsgemeinde vom 24. April 1463 wurden alle Hersteller am Kanton Glarus verpflichtet, den Käse nach Qualitätsvorgaben zu produzieren, mit einem Herkunftsstempel zu kennzeichnen
um ihn so vor Nachahmung zu schützen. Damit machten sie ihn zum ältesten Markenprodukt der Schweiz. Bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Schabziger vielerorts in der Schweiz direkt an der Haustür verkauft. Seit 2001 ist die Herstellung sogar nur noch auf den Hauptort Glarus beschränkt. Heute wird der Schabziger nur noch von der Firma Geska hergestellt. Der Verkauf vom Schabziger blieb jedoch nicht auf die Eidgenossenschaft beschränkt. Bereits im 16. Jahrhundert wurde er nach Frankreich und Italien exportiert. Heute wird er als Käse oder in Würzform in bis zu 50 Länder exportiert. Als der eigentümliche Käse es sogar über den Ozean in die USA schaffte, erwies sich der Name als unaussprechlich. In den USA kennt man ihn daher unter dem Namen Sapsago. Zweifel. Bei Kartoffelchips schwören die Schweizer auf Zweifel. Auf fast jedem Apéro, Grillfest oder Picknick wird man diese beliebten Chips entdecken. Die Zweifel Pomi Chips AG ist mittlerweile mit über 50% Marktanteil unangefochtener Marktführer in der Schweiz. Der Weg dahin führte über Umwege. Der Durchbruch gelang dann schlussendlich mit einer einzigartigen und innovativen Servicegarantie. Handel, Landwirtschaft und Produktion hat bei Zweifel lange Tradition und geht bis ins Mittelalter zurück. Lange Zeit war die Familie Zweifel aus Hönk als Weinbauern tätig. Wegen der Industrialisierung und der Zerstörung der einheimischen Reben durch eingeschleppte Krankheiten aus Amerika waren die Gebrüder Zweifel Ende des 19. Jahrhunderts gezwungen umzudenken. Sie entschlossen sich, sich nicht nur auf den Weinanbau zu konzentrieren, sondern ihr Tätigkeitsfeld auf den Handel mit Weinen und die Produktion von Obstsäften auszubauen. Der Tätigkeitsschwerpunkt wurde bald auf die Obstsaftproduktion verlegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Softdrinks immer mehr in Mode und die Obstsaftproduktion war damit nicht mehr besonders lukrativ. In den 50er Jahren begann die Firma Zweifel mit dem Handel von Mineralwasser und stieg in die Produktion von Kartoffelchips mit ein. Die Chipsproduktion war ursprünglich nur als Ankurbelungsmaßnahme für den hauseigenen Obstsaft gedacht. Schließlich machen Chips durstig. Erwies sich dann aber schnell als eigenständiger Verkaufshit. In den 80er Jahren wurde dann die Produktion von Obstsäften eingestellt und die Chipsproduktion blieb. Der visionäre Frischservice, der ab 1962 mit auffälligen orangenen Zweifelbussen schweizweit unterwegs war, machten die Chips im Nu überall bekannt und begehrt. Die Mitarbeiter des Frischservices beliefern Verkaufsstellen und tauschen Produkte kostenlos und rechtzeitig aus. Gerade in den Anfängen, als man noch kein Mindesthaltbarkeitsdatum kannte, war dieser Service natürlich Gold wert und hat bis heute Bestand. Durch diesen Service konnte Zweifel immer absolute Frische garantieren. Jederzeit und überall. Das kam an und machte Zweifel innerhalb kürzester Zeit zum größten Chips- und Snackunternehmen der Schweiz. Auch in den Zutaten steckt viel Schweiz drin. In normalen Erntejahren stammen alle Kartoffeln von Schweizer Bauern. Nur in ernteschwachen Jahren wird aus Europa dazugekauft. Damit die Chips so schön knusprig werden, werden diese im reinen Schweizer Rapsöl gebacken. Gesalzen wird zum Schluss mit Schweizer Alpensalz. Dem Kanton Zürich ist Zweifel bis heute treu geblieben. Produziert werden die Chips heute in Spreitenbach. Appenzeller Biberli. Das Appenzeller Gebäck schlechthin. Ein Biberli ist ein Handteller großes, mit süßer Mandelmasse gefülltes, feinwürziges Honigteiggebäck, dessen genaue Gewürzmischung geheim ist. Ein Appenzeller Biberli mit einem normalen Lebkuchen zu vergleichen, auch wenn der Vergleich durchaus nahe liegt, kommt im Appenzell etwa so gut an, wie nach der Rezeptur der Gewürzmischung zu fragen. Nämlich gar nicht. Die Wichtigkeit der Geheimniskrämerei im Appenzell kennen wir ja bereits aus der Käsewerbung. Die Unterschiede zum Lebkuchen liegen vor allem daran, dass ein Biberli gefüllt ist und im Biberteig Eier fehlen. Das Biberli ist ein beliebter Snack für zwischendurch und die Kleinform vom Biber. Der Biber ist im Gegensatz dazu eher ein Festtagsgebäck oder zum Verschenken. Die großen Biber sind bis zu 2 Kilogramm schwer. Auf der Oberseite der Biber wird oft ein Bild geprägt. Das traditionellste ist das Wappentier des Kantons Appenzell, ein Bär. Die Geschichte der Biberli, so wie wir sie heute kennen, hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. Die ersten Rezepte mit einer Mandelmasse als Füllung fand man aber nicht in Kochbüchern aus dem Appenzell, sondern aus St. Gallen.
Lebkuchen und Honigteiggebäcke kannte man zwar schon viel früher, aber immer ohne Füllung. Vor der industriellen Revolution war Zucker ein teures Gut, welches aus Indien oder der Karibik importiert wurde. Erst nachdem die industrielle Gewinnung von günstigem Zucker aus einheimischen Runkelrüben möglich war, entstanden in der Ostschweiz die ersten Rezepte mit Füllung. Der Biber war geboren. Jede Bäckerei hat ihr eigenes Rezept und kein Biber schmeckt daher wie der andere. Über die Herkunft der Bezeichnung Biber ist man sich nicht ganz einig. Einige Quellen deuten auf die Herleitung von lateinischem Wort Piper hin, was so viel wie Pfeffer bedeutet. Im Mittelalter verstand man unter Pfeffer auch Gewürze ganz allgemein. Da die Lebkuchengebäcke aus Klöstern hervorgingen und Latein die Sprache der mittelalterlichen Klöster war, ist dies durchaus schlüssig, aber nicht erwiesen. Andere Quellen verweisen auf das mittelhochdeutsche Wort Bimenzelten, was so viel wie Fladen oder flaches Gebäck heißt. Aber egal, woher das Wort stammt, ob nun St. Gallen oder Appenzell der Ursprung ist. Das Biberli ist eine süße Ostschweizer Spezialität, die man probiert haben muss. Servela. Ob Servela, Klöpfer, Stumpen, Proletenfilet, Filet im Dorn, Arbeiterforelle oder Kotelett des armen Mannes. Die geräucherte Brühwurst trägt viele Namen und gilt bei vielen als die Schweizer Nationalwurst. Am 1. August, im Pfadfinderlager und auf Grillfesten ist diese Wurst fester Bestandteil. Besonders die Verbindung zum Nationalfeiertag ist tief verwurzelt. Bereits 1891 wurde der Servela zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Schweizer Nationalfeiertag, dem 1. August, erwähnt. Pro Jahr werden in der Schweiz 160 Millionen Servela verspeist. Das sind ganze 20 Stück pro Kopf und dreimal so viel wie Bratwürste. Zubereitungsarten gibt es viele, sei es mit kreativen Grillmustern versehen bis hin zum Arbeiter Cordon Bleu, mit Käse gefüllt und Speck umwickelt. Die einzig wahre ist aber mit Kreuzschnitt an den Enden und über dem Feuer grilliert. Die Wurst besteht aus Rindfleisch, Schweinefleisch, Rückenspeck, Schwarte und Eis, sowie Gewürzen und Pökelsalz. Der Naturdarm ist meist ein importierter brasilianischer Rinderdünndarm. Diese Rinderdärme waren auch der Grund für die Servela-Krise von 2008. In der Zeit des Rinderwahns entschloss sich die Europäische Union für einen Importstopp von brasilianischen Rinderdärmen. Und die Schweiz musste mitziehen. 2008 wurden die Vorräte langsam knapp. Und die 15-köpfige Taskforce Servela wurde gegründet. Kein Witz. Die Taskforce suchte verzweifelt nach Lösungen für die nationale Tragödie. Neben anderen Rinderdärmen wurden auch Schweinedärme und eine künstliche Neuentwicklung auf Kollagenbasis getestet. Es kamen schließlich Importe aus Argentinien, Uruguay und Paraguay zum Einsatz. 2012 hob die Europäische Union den Stopp für die brasilianischen Rinderdärme wieder auf. Die Krise war überstanden. Übrigens, in der Schweiz werden weniger wichtige Berühmtheiten, die sogenannten C-Prominenten, abwertend als Servela-Prominenz bezeichnet. Für Schweizer und alle, die in der Schweiz leben, nichts Neues, aber außerhalb der Schweiz kennt man diesen Begriff nicht. Kennt ihr noch weitere bekannte Schweizer Produkte? Oder habt ihr Wünsche für zukünftige Videos? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich mit einem Like und Abo unterstützen. Ciao zusammen, bis zu meinem nächsten Video.